Willkommen zu einem neuen Video hier von der Gamescom 2014. Wir sind hier am Stand von Astragon und hier wird unter anderem das Spiel Train Fever präsentiert. Was genau ist Train Fever? Ja, Train Fever ist eine Aufbauwirtschaftssimulation, ähnlich wie Railroad Tycoon oder Transport Tycoon, also grob gesagt ein Tycoon. Man kann vor allem Eisenbahnlinien bauen und dort Personen und auch Güter transportieren. Zusätzlich haben wir aber auch noch die Personentransport mit Trams oder mit Bussen eingeführt und Lastwagen auch, damit die Güter auch noch transportiert werden können auf den Straßen. Das Projekt wurde zuerst finanziert durch Crowdfunding, wenn ich mich da richtig informiert habe. Wie war der Start, beziehungsweise habt ihr mit so einer Resonanz gerechnet? Ja, der Start war eigentlich schon lange her. Also es war von Anfang an eigentlich eher ein Hobbyprojekt. Also ich bin zwar nur der Artist, aber die Programmieren haben schon seit etwa 6 Jahren begonnen. Und ihr Traum war es schon immer, einen würdigen Nachfolger für OpenTTD zu kreieren, der in die heutige 3D-Welt kommt. Und ja, von dort an war es dann sehr lange ruhig. Also sie haben eigentlich sich das Wissen eingeeignet, um das Spiel zu kreieren. Und dann mit der Crowdfunding-Kampagne, eben bei Gameambitious, hatten wir dann das Glück, dass wir als erstes Projekt dort gut durchgekommen sind. Und ja, seither geht es gut. Also für die Kampagne mussten wir viel Werbung machen natürlich. Es hat sich gelohnt und jetzt sind wir im Endstadium und freuen uns auf ein gutes Spiel. Okay, was sind dann genau die Unterschiede zu dem Vorbild des Spiels beziehungsweise zu dem Ausgangsprodukt, worauf das alles so ein bisschen... Ja, der Unterschied ist vor allem zuerst mal die 3D-Welt und dass man dort also so bauen kann, wie man will. Also es hat kein Raster, man kann eigentlich über Flüsse, über Straßen bauen, selbst Tunnels sind möglich, also eine freie Auswahl, wie das Gelände genutzt wird. Und es ist mehr, also die Simulation ist sehr umfänglich, das heißt, jeder Bürger hat seine eigene Simulation. Und das heißt, es ist nicht wie bei anderen Tycoons so, dass einfach in etwa sollte stimmen die Bahnlinien, sondern es ist wichtig, dass die Bahnlinien so gebaut werden, dass die Leute darauf gehen wollen. Okay, wie sieht es aus? Wie hoch ist der Realismusgrad, sage ich mal? Wie viel oder welche Priorität hat das eingenommen bei der Entwicklung? Muss es wirklich realistisch sein oder stand Gameplay oder sowas im Vordergrund? Ja, von der Mathematik her ist sehr vieles sehr realistisch. Also wir haben die Beschleunigung, die Zugkraft und all das sind von echter Mathematik abgeschaut. Aber die Dimensionen sind natürlich nicht 1:1 übernommen. Und um das Gameplay ein bisschen zu balancieren, haben wir da dann auch andere Werte angepasst. Also schlussendlich schauen wir, wir haben die Beta jetzt am Laufen. Und dort sind wir am Schauen, dass die Spieler möglichst viel Spaß dabei haben. Und ja, was auch zu sagen ist, wir sind sehr community-orientiert. Und das heißt, die Community darf sehr viel mitreden oder erfahren, was wir machen. Ja. Okay, auch wenn das bei dem Spiel wahrscheinlich nicht so wichtig ist, gibt es so eine Modding-Funktion oder sowas? Oder ist sowas nicht geplant? Das ist sogar sehr wichtig bei so einem Spiel. Wir werden bestimmt Modding einführen, also es ist jetzt schon möglich in der Beta. Die Community hat bereits einige Züge importiert und ja, wir unterstützen sie so gut es geht. Die Modding-Tools kommen zwar gleich nach dem Release, also zuerst der Release, dann die Modding-Tools, aber es wird so gut wie alles möglich sein. Also okay, also das war eben meine Frage, was man da modden kann, wenn es Züge sind, okay. Das war's also hier von Train Fever, von dem Stand von Astragon hier auf der Gamescom und jetzt gehen wir weiter. Bis zum nächsten Mal, tschüss!